schnurriges Willkommen zu Kitty Plays the Dig. Letztes Mal war ich ja so fies und habe hier einfach aufgehört. Obwohl noch nicht mal 30 Minuten rum waren, sondern nur 25. Und zwar einfach, weil ich so gemein war und euch noch nicht verraten wollte, was mit dem Außerirdischen ist. Abgesehen davon kommt hier nämlich jetzt eine längere Szene. Vollgepackt mit Informationen und die wollte ich nicht unterbrechen müssen. Das ist nämlich der wahre Grund. So. Ihr habt letztes Mal raten sollen, was passiert. Und jetzt zeige ich euch, was passiert. Ich benutze also die Kristalle mit dem Außerirdischen. Und dann sagt mir das Spiel, dass meine Erinnerung falsch war und das nicht das Richtige ist. Er ist nicht so happy. Er ist sehr groß. Oder ich bin sehr klein. Ich wünschte, ich würde mir dabei nicht wie eine Vorspeise vorkommen. Bitte sei freundlich. Ich hoffe, du bist freundlich. Ich bin natürlich auch freundlich. Lass uns einfach Freunde sein. Laum stjadnak trestolum. Glag du sia na jeja und. Aklash Park. Er scheint freundlich zu sein, man versteht ihn nur leider nicht. Nur die Sache ist, man kann nicht erwarten, dass man den Außerirdischen gleich versteht. Ne? Hauptkritikpunkt an vielen Sci-Fi-Geschichten, die das nicht einfach mit irgendeinem universalen Übersetzer erklären oder so. Gut, aber wir sehen, dieser Außerirdische sieht schon mal so aus, wie die, die wir im in dem Museum gesehen haben öfter. Das scheint also hier die Spezies von dem Planeten zu sein. Wobei wir ja auch schon andere Außerirdische gesehen hatten, die aber scheinbar nicht von dem Planeten kommen. Nun gut, ich bin jetzt erstmal so fies. Auch wenn wir nicht verstehen, sprechen wir ihn mal auf die Themen an. Und ja, der Text passt nicht zu dem, was gesagt wird. Die deutschen Besetzer haben sich einfach irgendwelchen eigenen Kram ausgedacht, anstatt zu versuchen, das, was wirklich gesagt wird, in Buchstaben zu fassen, quasi. Wer sind Sie? Radza. Warum wurden Sie so sorgfältig geschützt? Radza. Okay, das sieht so aus, als wenn er einfach nur sagt, ich verstehe nicht oder so. Bedeutet Ihnen das irgendetwas? Njokna Justas da. Ist die Übersetzung, die Buchstabung, die Untertitelung eher passend. Wenn ich das nicht haben darf, bringe ich es zurück ins Museum. Es ist nichts dran gekommen. Njokna Justas da. Interessant finde ich übrigens auch, ich hatte auch früher immer das hier als den Mund gesehen und das eher als das Auge und so. Er redet mit dem Auge? Also da ist die Grafik ein bisschen, naja. Da hätte ich mir tatsächlich eine doch detailliertere Grafik gewünscht. Zumal er bis eben noch, während die geredet haben, Low geredet hat, irgendwie will ich immer Brink sagen, weil er Boston Low heißt, während Low geredet hat, ist immer das Bild hin und her geschnitten zwischen dieser Ansicht und einer Ansicht von vorne. Auch wieder dieses Filmische. Man schneidet so ein bisschen hin und her, um das nicht allzu langweilig zu machen. Maggie Robbins, ein Mitglied meiner Crew. Sie arbeitet daran, ihre Sprache zu entschlüsseln. Wir wollen wirklich alles von Ihnen lernen. Ja, Glatzek. Glatzek da. Diese Lebenskristalle. Ich hoffe, es geht in Ordnung, dass ich ein paar davon ausgeliehen und benutzt habe. Ich meine, es ist doch für eine gute Sache, oder? Weil, hier sind sie. Njokna Justas da. Diese Lichtbrücken sind wirklich großartig. Haben Sie sie erfunden? Es ist ziemlich cool, auf Licht herumzurutschen. Also wenn sie von Ihnen sind, gute Arbeit. Na, ich halte mich doch ganz gut, oder? Njokna Justas da. Ich habe diese Metallplatten gesammelt, die aussehen wie die Kontrollplatten auf Attila, die uns hierher gebracht haben. Aber ich weiß es nicht. Kommen wir mit Ihrer Hilfe wieder nach Hause? Laum stjadnak trestolum. Ich mache jetzt übrigens tatsächlich nur weiter, weil er immer mal andere Sachen zu sagen hat und ich das eben alles einmal sehen möchte.
später können wir uns wirklich mit ihm unterhalten. Ich dachte, das geht jetzt schon, aber ich werde gleich nochmal mit Maggie reden. Vielleicht kommt die dann vorbei und kann nun für uns übersetzen. Vielleicht müssen wir aber vorher auch noch was anderes machen. Was waren das für Geister, die uns hin und wieder Tipps gegeben haben? Stutzilslück, Nazla. Avertsanarum Meisan. Und dann natürlich noch die zwei nicht ganz so sinnvollen Sachen. Wie fühlt es sich an, nach all den Jahren mal wieder am Leben zu sein? Ich glaub's nicht, dass ich wirklich sowas Blödes gesagt habe. Ja, Glatzek. Glatzek's da. Ich bin Boston Lowe. Ich habe hier noch irgendwo zwei Mitglieder meiner Crew. Wir sitzen fest und wir brauchen Hilfe. Ja, Glatzek. Glatzek's da. Und das wäre meiner Meinung nach eigentlich so eine der ersten Sachen, die ich hätte sagen sollen. Nun, hey, danke. Es war toll, sich mit Ihnen zu unterhalten. Bis dann. Wir sollten das öfter mal machen. Glag du sie na jeja und. Begibt es sich. Ich werde Maggie besser darüber informieren. Das mit Maggie macht das schon von alleine. Und hier sieht man auch jetzt mal, was hier angezeigt wird. Maggie, kommen Sie, Maggie. Ja, was? Maggie, Sie werden nicht glauben, was gerade passiert ist. Boston, ich glaube, ich hab's. Ich habe die Sprache, ich kann das Zeug hier lesen. Können Sie es auch sprechen? Weil ich habe... Nehmen Sie zum Beispiel diese Inschrift. Ich bin ziemlich sicher, dabei geht's um... Oh Gott, das kann doch nicht wahr sein. Oh, oh. Wovon haben Sie geredet? Was ist los? Was ist passiert? Brink! Irgendwer Hilfe! Maggie! Brink, kommen Sie! Wo Sie auch immer sind, wir brauchen Sie! Maggie ist irgendetwas zugestoßen! Verdammt! Okay. Er hat Maggie von alleine kontaktiert und irgendetwas, das sah ja aus wie eine gigantische Spinne, weil ich hasse Spinnen nicht, ich habe einen Haufen Angst vor denen. Wenn die da oben irgendwo in der Ecke sind, an der Decke oder so, und da bleiben, habe ich kein Problem, können sie machen, können gerne die Insekten wegfressen, freue ich mich drüber, werde ich nicht so viel von Mücken gestochen. Aber leider haben Spinnen immer die Angewohnheit, auf mich zuzurennen. Ich sag euch, die wollen mich alle fressen. Das sage ich euch. Das ist denen ihre geheime Agenda. Und euch wahrscheinlich auch. Also, ich würde sagen, wir machen das, was in Filmen immer passiert in so einem Moment. Wir rennen erstmal stumpf dahin, wo Maggie zuletzt war. Gucken uns mal kurz das Museum an. Wenn wir da überhaupt wieder rein können. Haben sie sich die Animation gespart? Nein. Ich gehe hier lang. Das ist flotter. So, die Museumsinsel. Sie ist weg. Keine Spur. Kein Anzeichen eines Kampfes. Nichts. Aber wir haben gesehen, dass sie von irgendetwas angegriffen wurde. Und wir haben hier irgendwelche Symbole gesehen. Können wir die auch nochmal helfen? Eine Kontrollkonsole. Wenn das eine Bibliothek ist, dann ist das hier wohl der Ort, an dem man Daten sucht und bekommt. Ja, und das muss ja dann irgendwo hier lang gegangen sein. Nein, ist es nicht. Okay, Brink hat sich nicht gemeldet, das macht er aber immer. Von daher würde ich sagen, gehen wir ihn mal besuchen. Dazu müssen wir jetzt natürlich wieder zurück zur Gruftinsel, aber das ist mir so ziemlich wurscht. Wir machen das jetzt mal so ein bisschen filmhaft. Das Spiel ist ja, hat ja auch was Filmhaftes. Also ich kann nicht merken, wo welche Insel ist. Gucken wir mal hier im Bildinneres. Ach, guck mal da. Da sehen wir ihn sogar hinten jetzt rumarbeiten. Das ist, glaube ich, neu. Vorher haben wir ihn hier noch nicht gesehen. Es kann sein, dass das heißt, da ist was getriggert worden. Oh, oh, was liegt da denn? Was machen Sie da, Lo?
Ich kann sie hier nicht gebrauchen. Maggie ist irgendetwas zugestoßen. Sie braucht unsere Hilfe. Dann helfen Sie ihr. Meine Arbeit hier ist wichtig. Hey, wenn wir bei Ihnen auch so gedacht hätten, dann wären Sie immer noch tot. Sie sind der harte Junge, Lo. Sie sind der Held. Also besorgen Sie Ihren Heldenkram und ich kümmere mich um die Wissenschaft. Schon so ziemlich, naja. Das Relikt sieht verändert aus. Hier liegen scheinbar Kristalle. Gucken wir uns mal das Relikt an. Da was anderes sagt. Was für einen Apparat hat Brink denn hier gebaut? Ich würde sagen, gucken, ob wir nochmal. Ob er bei den Dialogoptionen was anderes sagt als früher. Brink! Oh, das Monster ist hier sogar zu sehen. Maggie ist in Schwierigkeiten. Tut mir leid, das zu hören. Ich werde Maggie sehr vermissen. Du bist ein Arsch. Maggie ist in Schwierigkeiten. Dann helfen Sie ihr. Brink, da liegt ein toter Außerirdischer in einem kristallenen Sarkophag. In einer Kultur, die Tote auferstehen lassen kann, hatten sie vermutlich einen guten Grund, ihn zu bestatten, statt ihn wiederzubeleben. Und jetzt lassen Sie mich allein. Wo er recht hat, hat er recht. Die Karte zeigt einen Durchgang unter dem Grab, das ich gefunden habe. Da unten befindet sich bestimmt etwas sehr Wichtiges. Mit Ihrer neu erworbenen Brillanz können Sie sich doch sicher einen Reim darauf machen, Brink. Ich habe keine Zeit, jedes Stück Unrat zu analysieren, das Sie finden und mit sich herumschleppen, Commander. Okay, dazu sagt er tatsächlich nichts Neues. Er hat einfach zu jeder Gesprächsoption eine Sache und wir haben einfach die neuen Optionen durchprobiert. Gut, dann, ja, Kristalle haben wir zwar noch, aber wir gucken uns mal den Kristallhaufen hier an. Irgendwo muss er ja an diese Kristalle gekommen sein. Wozu brauchen Sie die ganzen Kristalle? Ich sagte, verschwinden Sie. Hier gibt's nichts, das Sie verstehen könnten. Was glauben Sie eigentlich, was Sie tun? Dinge. Und da kommt er. Ich weiß Ihre offensichtliche Besorgnis zu schätzen. Es geht mir gut, wirklich. Lassen Sie sich nur nicht aufhalten. Gehen Sie ruhig. Ein wenig an wieder an Indiana Jones denken, weil ich sehe da einige Parallelen. Die Maschine, die Orichalkum-Perlen herstellt. Moment, er steht jetzt hier. Kann es vielleicht sein, dass man jetzt die Fledermäuse benutzen musste, um ihn zu erschrecken? Weil er jetzt in der Öffnung sichtbar ist. Also gut, Leute, dann lasst euch mal ansehen. Alle Mann auf Brink. Nein. Ha. Gehen Sie weg. So. Jetzt können wir zum Ende die Brink die Kristalle wegnehmen. Und da kommt er wieder. Dieb! Geben Sie sie zurück! Das werde ich, Brink, wenn Sie mir geholfen haben, Maggie zu finden. Ich werde keine Sekunde für eine dermaßen unwichtige Aufgabe verschwenden. Doch, das werden Sie, Brink. Wenn Sie die Kristalle jemals wiederhaben wollen. Sie sind ein widerwärtiger Tyrann, Lo. Typisch militärisches Gehabe. Andere Menschen herumschubsen. Genau. Also kommen Sie mit und tun Sie, was ich Ihnen sage. Reaktion in dem Moment. Ist das für Sie rational genug? Wow, er kommt tatsächlich mit.
Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also gehen wir nochmal zurück zur Museumsinsel. Die steht schon bereit. Schauen, ob Brink hier was zu sagen hat zu der Bibliothek, wo Maggie war. Eine Kontrollkonsole. Nein. Wenn das eine Bibliothek ist, dann ist das hier wohl der Ort, an dem man Daten sucht und bekommt. Brink! Maggie ist in Schwierigkeiten. Ich werde Maggie sehr vermissen. Er hat auch nichts anderes zu sagen. Schon in Ordnung. Ist in Ordnung, dass du sie nicht vermisst. Okay, wir haben bei der Karteninsel haben wir noch nicht 100%. Da war ja noch dieses eine Ding, wo wir uns keinen Reim drauf machen konnten, was irgendwie so halb... Huch, das war außerhalb des Spiels mit der Maus. Grube. Jetzt nochmal, aber tatsächlich ist hier nichts. Die Kammer. Der Vorsprung. Und hier hinten war ja noch eine Höhle. Eine Art Licht, das sich nur am Rande der Existenz befindet. Du kannst da nicht irgendwie draufdrücken oder so. Ich meine, das ist... Naja. Okay, dann nicht. Da geht's zurück zur Bahn. Ich überlege gerade Stellen, an die irgendwie interessant sein könnten. Ich gehe mal ehrlich gesagt davon aus, dass wir jetzt auf die letzte Insel müssen. Die wir aber den letzten Stein brauchen. Es kann aber genauso gut sein, dass wir den letzten Stein kriegen, wenn wir Maggie retten. Brink! Nein, das wird schon in Ordnung. Ja klar, als ob ich meine Hand in irgendeinen Felsspalt auf einem fremden Planeten stecken würde. Kannst ja mal versuchen, hätte ja auch sein können, dass er Brink fragt, ob er da mal reingucken kann. Ob er sieht, was da ist. Jetzt gerade ein wenig... ratlos, das ist der Begriff. Ah, vielleicht wenn er mitkommt zur Gruft. So. Tatsächlich ist Brink oben geblieben. Hilft uns also wohl nichts. Es hätte ja sein können, dass Brink aus irgendeinem Grund auf einmal das übersetzen kann. Dass die Kristalle ihm irgendwie das Wissen vermittelt haben. Sollen. Ich sehe jetzt auch ehrlich gesagt nichts, was damit irgendwie zu tun hat. Die Museumsinsel, da hat Brink nicht irgendwie reagiert. Ich hoffe ja eigentlich quasi, dass es zu leben, dass wir da rumgehen. Dass Brink quasi jetzt irgendwie auf einen Ort reagiert und irgendwas dazu sagt. Nee, auch hier nicht. Brink!
Nein, ich will eigentlich nach draußen. Schon in Ordnung. Wenn ich jetzt so mache, läuft er dann. Ja, schön. Nexus. Rumpel. Das ist wieder eine Stelle, wo ich nochmal in den Walkthrough gucken sollte. Bevor ich jetzt hier wild umherlaufe und alles mit allem probiere und damit die Hälfte vergesse. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir wieder, oder da bin ich eher gesagt wieder, bei euch. Und damit auch bei dir, liebe Zuschauer. Ja, übrigens, ich gucke immer so nach unten. Das hat nichts damit zu tun, dass ich kein Interesse an euch habe, sondern es liegt daran, dass die Kamera über dem Monitor ist und ich daher ständig hier so nach unten auf den Monitor gucke. Wenn ich so gucke, sehe ich tatsächlich nur die Kamera. Das würde mir nichts bringen beim Spielen. Deswegen müsst ihr damit leben. So, und zwar haben wir hier bei der Karte haben wir was verpasst. Hier auf der Insel gibt es noch mehr, als wir gesehen haben. Das ist nämlich die Stelle, wo Maggie gefangen genommen ist. Wie dieses Vieh von der einen auf die andere Insel kam, ist mir ein Rätsel. Das stimmt nicht mit der Bahn. Wahrscheinlich gibt es noch mehr Tunnel als diese Bahnflippertunnel, durch die wir jetzt zusammenfahren. So. Und da bin ich mit meinem Finger auf den Touchscreen gekommen und habe damit außerhalb des Bildschirms geklickt. Wir haben also hier die Öffnung. Mal hier die Öffnung. Hier ist nichts. Das haben wir also, das seltsame Feld, da können wir nichts machen. Gehe ich mal hier hin und gucke, ob das Bild, der Bildschirm scrollt und da noch ein Ausgang ist, den ich übersehen habe. Höhle. Ich muss irgendwo einen Hotspot mit einem Ausgang übersehen haben. Das ist also die Grube. Und dann sieht man noch was. Ist das Bild größer als man denkt? Das läuft also hinten an den. Ich habe früher übrigens immer gedacht, das wäre ein Traum. Ja, tatsächlich können wir hier nach rechts an dem Fluss vorbei. Aber da scheint nichts wirklich zu sein. Ne? Man sieht nur einfach halt jetzt den Raum von woanders. Ja, schade. Gut, dann gucke ich eben noch mal ganz kurz nach. Und zwar soll man hier eigentlich zu einem Nest gehen, steht hier. Ja. So, und zwar go to the map spire, das ist also, wo wir sind, der Kartenturm, der Kartenfelsen und go to the nest. Das Nest hatten wir aber bisher noch nicht gesehen, also suche ich hier mal. Aha. Cavern Nest. Ah ja, okay, man kann von der Höhle kann man in das Pit.
und in das Nest. So. Also von hier aus kann man angeblich noch woanders hin als in diese Grube. Ins Eck und tatsächlich, da bewegt sich die Karte, das Bild. Und hier ist der Durchgang ins Nest und das ist die Stelle, wo Maggie gefangen ist. Das ist auch, da muss man erstmal drauf kommen, ne? Muss einfach jede... Maggie! Sind Sie das? Geht es Ihnen gut? Wie kann es ihr gut gehen? Sie ist in dem Netz gefangen. Auf einmal machst du dir Sorgen um sie. Dieser Kerl ist groß und widerlich. Außerdem stinkt er erbärmlich. Robbins. Brink scheint sehr motiviert, Ihnen zu helfen, jetzt, wo ich seine Kristalle habe. Das war gar keine schlechte Idee. Was werden Sie jetzt tun, Superherr? Ich finde es schade, dass Brink nicht noch auf das war keine schlechte Idee reagiert hat. Maggie, ich überlege mir was, um Sie zu befreien. Lassen Sie sich nicht zu viel Zeit. Ich glaube, dieses Ding... Die Unterbrechung eben war, ich habe ganz schnell OBS eingeblendet. Mir ist da etwas eingefallen und ich brauchte Ihre Hilfe. Könnten wir uns bitte erstmal darauf konzentrieren, mir zu helfen? Ja. Danke. Dann helfen wir ihr mal. Schauen wir uns jetzt mit dem Gitter. Es sieht wie ein verstopftes Gitter aus. Kann ich das irgendwie mit? Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Okay. Die Tür ist, wo wir reingekommen sind, gell? Wenn ich dahin gehe, gibt es Mittagessen. Sein Mittagessen. Okay, da können wir hier rein. Wenn das Monster weg ist. Okay, ich werde mich nochmal informieren, wieder mal, und wir gucken in der nächsten Folge weiter. Also von mir jetzt erstmal ein enttäuschtes Ciao, Miau.